Kontrolliere den Ball mit einer Hand und versuche den Ball so eng es geht an der Schulter vorbeizuwerfen. Auch in diesem Video gilt wieder, wenn du das rote Pausensymbol siehst, stoppe das Video und lege selber los. Stelle dich außerdem unseren Challenges und trainiere hart. Hinter dem Rücken müssen die Hände schnell wieder bereit sein. Desto höher du den Ball wirfst, desto schwieriger wird die Übung. Das Wichtigste bei dieser Übung ist, immer den Kopf hoch, kleine, schnelle Dribblings. Die Übung kannst du mit Richtungswechsel oder Kreisen um ein Bein variieren. Wichtig ist, dass du mit gestrecktem Arm arbeitest und den Ball weit von rechts nach links ziehst. Erst dann trainierst du deine Ballkontrolle. Es bleibt dabei ein langer, gestreckter Arm und der Ball wird weit von vorne nach hinten bewegt. Jetzt kombinieren wir beide Übungen. Trotzdem bleibt es dabei, eine große Amplitude, langer gestreckter Arm und versuche einen flüssigen Übergang hinzubekommen. Ganz wichtig bei dieser Übung ist die Arbeit aus dem Handgelenk. Versuche Druck hinter dem Ball zu bekommen, indem du aktiv mit dem Handgelenk arbeitest. Hierbei ist wieder das Handgelenk gefragt. Versuche, Druck hinter dem Ball zu bekommen. Wichtig ist, dass nach den Touches deine Hände wieder schnell bereit sind für den nächsten Handwechsel. Beim Handwechsel hinterm Rücken wird es noch wichtiger, dass du aktiv aus dem Handgelenk arbeitest. Jetzt testen wir deine Hände, wie schnell sie geworden sind. Dafür wollen wir einen Handwechsel vor dem Körper mit einem durch die Beine und einem hinter dem Rücken kombinieren. Auch wenn die Handwechsel mehr werden und die Übung schwieriger, versuche weiterhin den Kopf oben zu behalten. Jetzt ist es an dir. Wie viele schaffst du in Folge? Hier ein Beispiel mit 3. Gerade bei den seitlichen Bewegungen versuche den Ball aktiv aus dem Handgelenk zu pushen. Nach vorne und hinten benutze schnelle, kleine Schritte. Jetzt kommt es auch noch darauf an, deine Beine mit zu koordinieren. Versuche schnelle, kleine Schritte zu machen.
Jetzt brauchen wir wieder das seitliche Dribbling. Danach kommt ein Handwechsel und du pushst dich nach vorne raus. Der erste schnelle Schritt ist entscheidend. Für das seitliche Zurechtlegen des Gegners kannst du zwei Slides benutzen oder springen. Das Aufheben des Tennisballs soll dir dabei helfen, deine Schulter zwischen dir und den Gegenspieler zu bringen, wenn du deinen Gegner auf den ersten Schritt schlägst. So ist der Ball geschützt. Arbeite an einem realistischen Hesitation. Oberkörper aufrichten, Blick nach vorne, Ball lange ansaugen.